Und hallo und einen wunderschönen Sonntagabend euch allen gewünscht. Hoffe, euch allen geht's gut und willkommen zu einem kleinen, aber feinen weiteren Livestream. Mal etwas später. Gestern noch 7 Stunden. Ja, 7, 8 Stunden Witcher aufgenommen. 7 Stunden. Sogar 7 Stunden Witcher aufgenommen. War relativ lustig. Ja, war sehr schön. Was? Wir wollen nicht so viel verraten. Ja, das war ein einziger bisschen geil. Wir wollen nicht so viel verraten. Es war sehr lustig. Jetzt. Ach ja. Und ansonsten gab es nichts Neues. Außer ein bisschen Rotznase heute gehabt. Hat sich aber ganz schnell gelegt. Was aber passend ist, der Stressball liegt, also ist direkt hier links neben mir. Also die Kasse ist direkt neben mir. Falls ich gleich bei Ori wieder in Stress geraten sollte. Die Katze guckt, hat glaube ich auch gerade Panik. Keine Ahnung, was passiert. Wie passiert? Mit dem Flaschenbild. Da wollen wir rüber wechseln. Ja, dann hüpfen wir auch direkt mal in die Live-Szene. Ich weiß nur, dass wir beim letzten Mal noch ziemlich viel mit Wasser zu tun hatten und ich ziemlich stark verkackt habe. Ziemlich stark. Kannst du die Kontrolle überhaupt benutzen? Ja, den kann ich benutzen. Wir haben 6 von 12 Lebenskugeln. 7 von 15 dieser komischen Energiekugeln. In der Mondgrotte, ne? Ja, und da sind wir gerade bei 36%. Also, ich habe schon gut auf Fressbrett gerade im letzten Stream gekriegt. Aha. Wir sind, glaube ich, von 99 Toten auf 200 irgendwas. Ja, kannst du ja mal eben gucken. 212. Ja, wow. Und uns fehlen noch Weltenereignisse, fehlen noch 4. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Dinger fehlen uns noch, Fähigkeiten. Wie war nochmal die Karte? Da ist nochmal den Mob hier weg. Teil. Da oben war noch eins. Hier haben wir, glaube ich, alle soweit eingesammelt. Hier war das letzte Fragment hier. Dieses komische Karten. Ja, da habe ich ja hier gezeigt, dass hier vielleicht runtergeht und dann da weiter. Ja, das habe ich. Das hier allein. Ich glaube, das hatten wir auch beim letzten Mal noch vor, ne? Ja. Au. Warum? Oh Gott, du schon wieder. Vorsichtig, das Ding geht oben runter. Ich weiß ja mittlerweile, wie man ihn besiegt. Vorsicht, der Stein da oben kann runtergehen. Ich habe nur auf den Einstein geachtet. Hm? Was kann er da? War ich hier richtig? Ja. Ja, ja, das Viech wird besiegt. Aufladen. Und achten, nicht getroffen zu werden. Dachte er. Und wurde getroffen. Mal gucken. Gegenüber. Wie gut, dass wir gerade gespeichert haben. Hat den einer gesehen? Ich nicht. Also ich auch nicht. Ich glaube, ist immer noch ziemlich trockene Karte. Von Freitag her. Von Ted's Nupfen. Hat den echt nicht gesehen. Ich dann. Ja, jetzt wissen wir es ja.
runter. Okay. Die Lebenshalle. Nee. Nee. Und nicht weiter runter. Guck mal, da rechts ist auch noch so ein Wasserding. Warte. Da links mein ich. Oha. Ja, da waren wir auch schon. Hier meinst du, ne? Da kriege ich, komme ich auf jeden Fall. Hier könnte ich auch mit hier. Guck mal, da ist ein Vierer-Ding. Ja. Die können wir öffnen. Ich glaube ja, dass das der richtige Weg ist. Baby. Ding. Ja, geht auch nicht weiter. Nein. Hä? Nicht über, jetzt bin ich irritiert, wie ich da rankomme. Ich muss echt mal gucken, mal. Das geht ja nicht. Oha, das sind Stacheln. Ah, wir werden da schon rankommen hier. Wo geht's denn überhaupt jetzt weiter? Dann können wir jetzt eigentlich hier rüber, langsam, aber sicher, uns hier durcharbeiten. Und noch unterwegs das einsammeln, was man einsammeln kann, und dann nach Nebel Forest. Hier war eins, relativ versteckt. Ich habe keine Steine mehr. Na toll, wo ist. Das war Nickerdienst. Was das Spiel. Eine Schnellreise. Kannst du noch mal kurz gucken? Ja. Das ist da. Ich kann selber suchen, wo das. Hier ist nur so ein Portal wieder. Oh, das. Geh mal kurz auf Cat Map. Mach mal kurz kleiner. Kleiner. Geh mal kurz hier oben hin. Der Weg, oder was? Warte, mach mal ein bisschen, kannst du raussuchen ein bisschen. Geht nicht. Hier. Warte, stopp. Da. Hier. Hm? Ja. Das ist. Oh, ich muss dann selber gucken. Sagtest du nicht hier? Da. Würde Sinn ergeben. Ja, warte mal kurz. Guck sie selber an. Da ist das Ding. Ja, okay. Ja, das müssen wir über hier gehen. Ja, das ist der richtige Weg. Hm. So wie es aussieht. Aber es sieht hier komplett anders aus. Ja, wir werden schon herausfinden. Da ist kein Baum. Der Baum ist noch woanders. Er ist jetzt egal. Aber der Typ lässt mich echt nicht erklären, ne? Und lässt mich ein bisschen suchen. Dann muss doch. Keine Steine mehr. Will ich die Tür öffnen? Na? Ja, das stimmt. Hey. Ihr kennt's ja. Oh! Ich hoffe, du stirbst das zehnmal. Oh. Ich hoffe nicht. Ja, Dinger fallen von der Decke. Wo war das Ding jetzt? Warte durch. Was ist denn jetzt? Ich wollte zum Teleporter. Ganz vergessen, dass ich da so die Ansicht hat. Das müsste dann der hier. Was? Aber da geht's ja auch weiter. Obwohl, doch, das ist ein Weg. Ein Weg, der dann noch komplett nochmal nach unten führt. Also da unten hast du noch richtig eine Menge zu suchen. Okay. Also herfahren. Nicht, dass du jetzt finden wirst. Hölze und Gott. Aber mehr will ich jetzt auch nicht nach. Ich wollte nur wissen, Hölze, wie man da reinkommt.
Dancing? Okay. Oder du hüpfst ja eben kurz. Mondgrotte bin ich. Ist ja nicht so weit. Über die Waldsenke kann ich gehen. Spur der Boy heute wieder. So. Ich kann mich hier einmal aufladen. Achso, ja, blau. Ja. Verkehrt ist es nicht. So, und dann. Ach, hier bin ich ja direkt. Oh, die Karte kommt mir bekannt vor. Habe ich schon mal einmal gesehen. Natürlich habe ich die schon. Brand das zu Hause. Das hatten wir schon mal. Ja. Ito. Sehen, dass unsere Licht empfiehlt. Ich geh jetzt. Ich erinnere mich an sie vor vielen Jahren, als der Geistbaum noch ein Sprössling war. Sagte Naro die Junge für uns, wann immer sie konnte. Der dicke Arsch von der Katze. Ist mal. So, wieso bin ich hier nicht weiter? Wahrscheinlich, weil da ganz viele Spinnen und alles dunkel war. Und dann hast du gut gesagt, nö. Ist nicht. Und ist ja auch noch ein Ding. Ja, und deswegen sind wir hier nie weitergegangen. Weil ich wieder ablenken ließ. Ach, nur mal kurz gucken und dann bist du irgendwo nach oben. Ah, jetzt kann ich hier schwimmen. Okay, hier war Hebel von Platten 5. Hält Ori damit jemand hin. So. Okay, dann einmal gleiche Lage in die dunkle Höhle. Vielleicht leuchtet Ori ja so hell, dass die dunkle Höhle irgendwie erleuchtet. Muss ja irgendwie machbar die sein. Die dunkle, feuchte Tropfsteinhöhle. Ja, es ist machbar. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Was? Eins? Du hast hier keine Sehverbindung drin. Ah. Da wollte ich nicht hin. Okay, das wird wohl nichts. Hi Lea! Hi Lea! Wie geht's, wie steht's? Ganz gut. Ein bisschen entspannt Ori zocken, gestern 7 Stunden Witcher gespielt. Mhm, ungefähr. Au! Und gerade dezent an Verkacken. Ja, ich geh tot. Weil hier komme ich nirgendwo weg. Ja. Das wird lustig. Ja. Wie geht's dir? Ich hoffe, schönes Halloween gehabt. Oder hast. In der Stadt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie jetzt heute Halloween hat oder schon hatte oder was auch immer. Ja, das kennen wir ja schon. Oder heute bei ihr Halloween ist. Heute bist du ja noch in Dubai, oder? Ist das Halloween? Keine
Kann ich leider nicht überspringen. Nicht so gut heute, wenn ich ehrlich bin. Oh! Oh, was denn los? Ich erinnere mich an sie. Ja, toll, hab ich dreimal. Vielleicht kann ich hier. Ah, ich bin seit gestern wieder zu Hause und kurz nach 12 in Seattle. Okay. Hast du, wie heißt das nochmal? Jetlag. Jetlag? Mir geht's halt nicht so gut einfach. Okay. Okay. Na, dann entspann dich. Das kann man ja auch haben. Wie gesagt, entspann dich. Fühl dich geplüht. Ich würde mich gerne mal erstmal Richtung. Okay. Gute Leck. Ah, Jetlag hat für mich. Oh, okay. Okay. Nein! Ich weiß auch nicht genau, was ein Jetlag ist. Oh. Oh, kill me. Oh, meine Uhr. Ja. Die hat mich runtergedrückt. Ich muss mal gucken, wie der Buddy. Okay, Jackie kann ich auch nicht haben. Ich hab. Tim. Ich bin noch nicht so weit von zu Hause irgendwie weggeflogen, also. Was denn? Ein Hühnchen. Macht Licht. Oben. Bin ich reinkommen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, ob ich im Moment richtig Wehen habe oder einfach nur Vorwehen. Weil die fühlen sich irgendwie anders an als sonst. Okay. Okay. Sind das jetzt echt schon 9 Monate? Sorry, du bist doch manchmal dämlich, echt, ey. Wieso macht ihr diesen komischen Powerstampf? Nein, ich hab einfach. Seitdem ich diese Stampfattacke habe, ne? Gibt nur was schief. Hey, okay, ich bin schon. Das ist jetzt schon wieder so lange her, oder? Weiß es nicht. Ach komm, Kimi. Nein, es sind eigentlich keine 40 Wochen. Genau, 37 grad. Ja, nur schon aber jetzt kennengelernt, gell? Wo du gesagt hast, du wärst schwanger. Im Januar. Weiß es nicht. Ich bin auch echt voll am Überleben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke, es so. Ich weiß nicht, wie lange es durchschneidet, was umgeht. Was dann Angst hat, wenn du selber so weit bist bei dir, ne? Jetzt sag mal, wie ich schwanger, zack, zack, sind sie da. Es, die, keine Ahnung. Okay, ich glaube, hier komme ich echt nicht weiter erstmal. Also so groß. Weil da unten ist eine. Bin bei Gläschen da hinten. Ja, klar. Ja, 3 Wochen noch bis ET eigentlich. Oh, okay. Okay. Ja, ich glaube, hier komme ich erstmal nicht weiter in diesen dunklen Ort. Auf jeden Fall. Au, oh, stimmt hier aber was. Auf jeden Fall sollte es hier wohl eine Verbindung geben. Ja, es sollte eine Verbindung ergeben. Aber ich gehe mir erstmal den anderen Weg da rum. Mir graut, aber ich habe gleich etwas Angst vor etwas anderen. Weißt du, liebe Lea? Ich habe das gestern, wir haben das ja gestern schon in Discord gepostet.
Aber der kleine Dragon hat sich ein Energy geholt. Achso, ja. Und, ob ich die Cam da nochmal anmache? Nein. Nein. Ich muss einfach mal ein Auge behalten die nächste Stunde. Ja, mach das mal. Ja, besser ist es. Und einfach mal so zum Testen. Ja, dieses Zeugs halt eben, was wir jetzt garantiert nicht erwähnen werden, du hast ja gesehen. Und es wird mir gleich wahrscheinlich jegliche Mimik aus der Stadt ziehen. Ich hab's gestern probiert, muss ich nicht sagen, es war widerlich. Zumal ich hab dann bei der Aufnahme, ich hatte kurz Durst, hab gesagt, gib mir doch mal, oder sie gab mir einen Schluck. Ich hätte gesagt, das haben sie gegeben. Ja, und das hat mir so die Mimik aus dem Gesicht gezogen. Es war das Widerlichste, was ich je getrunken habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Plörre gesoffen. Ich hatte später das Glas leer gehabt. Ich habe das wirklich reingezogen, das Zeug, weil ich dachte, okay, das Ding muss weg. Das kannst du jetzt nicht einfach irgendwo in die Toilette schütten oder so, ne? Also einfach Augen zu und wirklich durch. Ich wäre auch blöd gewesen, einfach so wegschmeißen. Einfach richtig zu speichern. Ja. Ich hab's nur gerochen. Und ich dachte nur, nein. Hat's nach Hanf geschmeckt? Nein, es schmeckte nach purer Limone. Limette. Limone ist ja in Limette, glaube ich, oder? Was? Glaube ich, schon unterschiedlich. Zitrone ist Limone. Der Englische alles, da muss man mal gucken. Nein, es hat natürlich nicht nach Hanf geschmeckt, hast du überhaupt nichts draus geschmeckt. Du hast wirklich, als hättest du, es gibt ja solche Verpackungen hier für Zitrone und Co. Hat sich damit die Gegend geschmeckt, verdammt. Jetzt? Und da hast du ja dieses pure Zitronenzeug eigentlich drin. Es war einfach nur widerlich. Und es gibt das gleiche Zeug auch für Limonenzeug, Scheiß. Und dann hat es geschmeckt. Einfach nur pur. Ich sag mal so, ich bin zwar nicht wehleidig, was jetzt einige Getränke angeht. Und, Warte, kommst du vielleicht da oben? Nee, kommst du nicht. Ich trinke gern, zum Beispiel, was ich gerne trinke, ist Havanna Club mit Cola und dazu gibt es dann auch, kommt immer zum Beispiel Spielerätsel Limette mit rein. Habe ich nichts gegen. Schmeckt dann auch richtig geil. Aber. Das Zeug pur schmeckt echt. Dann, wenn du dann diesen puren Limettengeschmack hast, der dir die gesamte Gesichtsmimik rauszieht. Heute finde ich seltsam, dass die das überhaupt hier verkaufen dürfen, weil in Deutschland ist Hanf ja alles verboten. Nein, nee, mittlerweile kriegst du mehrere Produkte in der Art. Das ist verboten. Oh! Du bist neu. Nein. Du bist neu. Eine Eule. Ich habe schon viermal gesehen, aber okay. First? Das war für mich. So, und er hat seins gestern noch nicht getrunken. Ich habe ja meins, weil ich gedacht habe, nein, ist nicht. Ja, also ich habe bei Cat probiert während der Aufnahmen. Er hat es dafür nur gerochen. Ich habe gesagt, das ist Alter, es hat das ganze, mein ganzes Büro stank nach dem Zeug. Ein Büro. Mein Büro. Unser Büro. Das ist immer noch mein Büro. Darf ich das sagen? Aber da kannst du Stampfdosen. Ja, wollte ich gerade auch machen. Alter, Uri. Wir sind jetzt hier im neuen Gebiet. Ja, wenn er es machen würde. Jetzt macht er es. Okay. Okay. Ich will den normalen Energy-Booster. Also den normalen Booster. Ja. Aber der Rest davon, das Ganze ist der. Und ich bin ja nicht pingelig, was das angeht, aber. Sauber macht lustig. Ja, das... aber das. Au. Dass das Ding nicht berauschend ist, kann mir vorstellen, ja. Ich meine zwar sauber macht zwar lustig, aber so lustig, nee. Ich mag auch saure Sachen. Das ist ja überhaupt kein Problem.
Hat er bei diesen extremen Zone Drops, der Feli uns da geschenkt hat. Ja, dir. Und wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte es gerne ausprobieren, hat er gegessen und dann war später noch Füße oder so dabei. Das finde ich geil. Zum Beispiel auch so, kannst du mal Lakritz sauer oder so, mag ich auch gerne. Aber das war ja übelst widerlich, was man sagen darf. Ja, mir zieht es gleich immer die gesamte Mimik aus. Weg. Ja gut, diese sauren Drops hast du 2 Sekunden. Ach so, sauer können die ja gar nicht sein, wenn die das essen, wenn meine Frau das essen kann. Denn andere sind sie. Oh ja. Fischen, lauf fischen. Fein fischen. Oh Gott, ich sehe worauf sie. Tja. Das kennen wir ja noch, ne? Nein. Ja, ich habe wieder so mittlerweile echt den Erkundungsdrang, oder beziehungsweise Ori hat wieder so den Erkundungsdrang in mir geweckt. Gestern in Witcher war ich auch nur an Orte, da habe ich mich gewundert, hey, wo habe ich das Schwert auf einmal? Ja gut, wir haben voll Spaß. Das eine Schwert von uns sah aus wie Rost und dabei war das voll ein geiles Schwert. Ich gut entgangen gesagt, aber dass wir das zählen müssen. Ja. Komm schon. Böse Eule. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, du hast vermutet. Keine Vermutung. Was ist passiert? Warum? Nee, das ist nicht. Oder ist das Ding einfach so blöd gewesen und ist gegen die Dorn? Blöd gewesen und ist gegen die Dorn. Kann noch nicht wirklich ausweichen. Ja, es ist blöd gewesen und ist gegen die Dorn geschüpft. Au. Ja, komm. Wir sind jetzt überhaupt schon bei 221 Stunden. Was? Ich hab uns ich hab mich nicht ausgemacht. Au. Da macht er gleich wieder diesen komischen Tapppunkt da unten. Nicht die Eule? Das würde ich gerne probieren. Yes! Ich kann die Eule. Die Vogel ist gerade gegen die Maus geflogen. Jetzt habe ich aber wenigstens eine gute Info, die ich ich kann den Vogel zum Umlenken nehmen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Jetzt weiß ich. Na? Böser Truthahn. Okay. Hätte ich den Vogel dagegen lenken können? Oh. Oh. Komm ich doch gar nicht.
Oh Gott! Oh Gott! Was denn? Dungeon des Todes, passt gleich auf. Muss ich? Nicht unbedingt. Na, erstmal hier wieder. Okay, meine das geht nicht. Ich dachte, ich kann den Vogel, dass der dagegen fliegt. Was will ich jetzt ausprobieren? Er kann doch einfach dagegen. Macht mich nicht schwach. Spät, ich bin alt. Okay. Hier ist wie aus der Wand geklatscht. Man müsste eigentlich schon Kopfschmerzen haben. So, grauen. Nein, die brauchst du noch. Wollt ja. Darum ist ein Dream. Komm, kill nie. Wartest du da unendlich lange Zeit, wenn hast? Nein. Hab ich nicht. Entspann dich. Ich weiß nicht, wie ich das abkürzen soll. Da hab ich den Frischi wieder. Ich weiß nicht, wie ich da unbeschadet durchkommen soll. Immer diese Mobberspinnen. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Kleine Endgegner, die Spinne. Okay. Ja, wenn irgendwas ist oder so, sagt einfach Bescheid. Oh oh. Hi, Kuro. Der Vogel ist übrigens nicht. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst gesperrt. Schau nach, ob oben, dort oben. Wir können vielleicht ablenken, wenn wir diese Felsen lösen. was soll denn sein? Falls eben wehenmäßig irgendwas da jetzt, oder doch nur Vorwehen sind. Weil, kann man ja auch ein bisschen viel ein. Der Eule, ne? Ciao! Hey, der arme Vogel! Ja, Oh,
Lederchen. Ja, die sind, aber ich bin mir unsicher, welche Nummer das sind. Alles da. Ich wollte schon sagen, das ist nicht. Das ist gut. Du hast Boros Feder aufgenommen, um gegen Gegenstand zu benutzen. Und drücken und anschließend Boros Feder ermöglicht es, Ori frei umher oder um die Luftschwung zu gleiten. Moment. A und RT. Ah. Du kannst auch rübergleiten. Der dumme Nebelporus war für einen. Was zum Teufel, Schatz? Warum bist du aus dem Bett jetzt rausgerannt? Ich dachte, das geht weiter. Wer sich darin verlief, tauchte nie wieder auf. Be prepared. To die. Prepare to cry. Das war, glaube ich, gestern aber in The Witcher noch 10-mal besser. Nebelforest, Vogelfunk, Neonfunkeln. Ein Chernobyl-Frosch. Ob ich das Kind jetzt mal hier neonmäßig machen sollte? Ne, bitte noch ein anderer Rappel. Das Kinderzimmer neonfarbend. Ei. Geh schon neue Ideen. Nur mal auf die Karte lunzen. Da oben ging es ja auch noch weiter. Warte. Hm? Ja. Oh, wir haben noch so viel zu erkunden. Da geht's ja auch noch runter. Ja, wir sind noch lange nicht fertig ganz runter. Oh, es geht, ganz tief bergab. Oh, warte, bleib mal kurz stehen. Also, ich geh mal zurück. Es tut mir wirklich leid. Aber das hier, ne? Hier. Das hier sieht aus wie ein Auge, ne? Und das hier, alles komplett sieht aus wie so ein Krakengesicht. Was? Ne? Mach das Krakengesicht nicht kaputt. Ich wollte nur gucken, ob es auch wacht. Das sah aber echt cool aus. Auch wenn es kein Kartengesicht ist, aber es sah cool aus. Feuerflammen. Hier ganz viele giftige Viecher gibt. Hier, wie zum Beispiel das da. Nervige Viecher. Hast du eigentlich mal wieder abgespeichert? Werde ich, sobald ich Luft habe. Alter, ja klar, jetzt, der ganze Zeit war dieser Kackfrosch nicht da, jetzt ist der Frosch da. Leite wie der Wind. Doch, der dummste Nebelforst war für alle eine trügerische Falle. So hieß der Text. So, derjenige, der da reingeht, taucht dann wieder auf. Ja, das kennen wir. Also, ich werde verliebt. Na klar. Ruf die Bergküstenwache an. Was ist eigentlich von den, wenn du in Österreich damals aufgewachsen bist? Ja. Ne? Nur oben der kleine blaue Stern bei dir. Ja. Gab es eine bestimmte Rufnummer für die Bergretter? Boah, die habe ich nicht mehr im Kopf. Also, es gibt eine. Du hattest dann für spezielle Orte, je nachdem, wo du bist, Alter. Ich bin wohl bestimmt. Der Frosch ist nicht ohne. Er spuckt aber auch ein Repetiergewehr. Also die Katze. Nein, das ist genauso wie ich, wenn ich niese. Ja, okay. Du bei Jungklasse. Ich hätte heute übrigens Probleme gehabt, meine Haare zu kämmen. Die waren voll mit. Ich weiß nicht genau, was das für eine Spülung ist, die meine Mutter mir gekauft hat. Aber ich muss sagen, sie war. Ich hatte noch nie so viele Knoten bei so einer Spülung gehabt. Turbosprint. Ermöglicht es eure Feinde mit einem Turbosprint anzugreifen. T? Haben wir jetzt hier noch? Was ist das denn hier? Möglicheste Wände. Ja, da können wir noch lange nicht hin. Ah, das, ja, das würde es natürlich auch einfacher machen, was wir aber schon so mal festgestellt haben, ne? Ich war erstmal ein bisschen. Oh, Nase.
Na, Eule? Ah, ne, du bist der Erste. Und schon. Mal speichern. Komm ich da oben? Ja, wenn er, glaube ich, diesen Schmuckers machst. Wenn er machen würde, wenn er machen würde. Jetzt macht er ihn. Das finde ich auch. Ah, guck mal. Franken, wenn er früh morgens noch nicht die Zähne geputzt hat. Wow. Und Golli. Die hält die verhüllte Laterne, die geheimnisvolle Dunst aus ihrem Stamm. Die Möglichkeit findet, die zu entzünden, wird der Weg gleich wieder erleuchtet. Okay. Muss dran rubbeln an den Stamm. Dini, oder was? Zwinker, Zwinker, Keuch, Keuch und so. Aha. Hat mir auch mal ein bisschen Spaß. Wieder gut loszuwählen. Das ist jetzt irgendwie Halloween-mäßig. Ich frage mich nicht warum, aber ich finde es. Finde ich gut. Wir haben Halloween und ja. Mal ein bisschen Gruselwald-Stimmung. Ja. Da müsste ich schnell sein. Nein, du machst jetzt nicht wieder deinen komischen Dash. Wahrscheinlich hättest du das Ding auch nehmen können. Ja. Was über deinen Gegner rüberspringen. Ich sehe die Karte manchmal nicht, die das hier am Boden macht. Ja, weil die Bäume davor sind. Oder die Gräser, sag ich jetzt mal. Ui. Frogger! Hast du, du bist gestorben. Glaube ich auch. Weiß nicht, wie du darauf kommst. Wir haben aber alles von Auftrag vernichtet. Ja, ja, wir haben wahrscheinlich noch Käse, deswegen wollte ich überlegen, ob ich mir noch Käse mit Käsebrot mache. Kannst du noch, ja. Ja, das haben wir ja gehabt. Hier ist ja sonst. Ich will gleich mal gucken, aber Käse. Käse haben wir noch. Aber ich glaube nicht mehr viel. Ich weiß es nicht. Ich sehe die Dinge einfach nicht. Das ist so schlecht zu sehen. Ja. Kann ich dir vorstellen? Nein, 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 Uri, du nach oben. Und, vielen lieben Dank. In welchem Kampf habe ich mit? Dann bitte, bitte. Der Frosch ist abgehoben. Mystisch aus. Ah, oh, okay. Okay. Konnte man ja nicht ahnen. Ja, okay, kenne ich. Muss einen Stamm rubbeln. Habe ich schon verstanden. Mach doch einfach mal den Nebel hier weg. Ich weiß nicht, warum hier keiner mehr rauskam. Jeder hat sich in den Nebel verlaufen. Ich?
Ja. So. Na toll, die Asynchron spuckt ihr denn? Ziemlich sehr. Ich hätte jetzt gedacht, so einen Moment, okay, du gehüpfst jetzt da hoch und wartest, bis der andere den anderen hier ablöst, ne? Mhm. Jetzt kommt der Highlight, da kommt der erste. Weiter kommt er 10 Sekunden später. Yeah. Und da ist er schon wieder weg. Hey, wie soll ich denn da hoch? Ich bin da gestorben. Das bin ich, der ist tot. Ja. Was ist denn das? Die Mobbing Station. Mobbing. Ja, Mobbing allergrößte ist von 10. Ich denke, sie oder Drake ist ja noch streamig besitzt. Und drückt ihn noch einen rein. Hoi. Du bist so leicht verarscht von denen. Da geht das gar nicht. So, den Rhythmus kriegst du gar nicht mit. Ja, danke. Ich verstehe den Rhythmus von denen nicht. Das ist alles. Weil normalerweise, wenn die jetzt in einen fließenden Rhythmus schießen würden, dann wäre das ja kein Problem. Aber der... Die schließen ja, wie die Lust und Laune haben. Jetzt bin ich hoch. Ja, der dritte. Und bin tot. Weil... Ich geh mir nicht auf den Schneider. Jetzt.
Die Ecke regt mich gleich auf. Ja, den Gedöns. Und es ist ja nicht so, dass ich mal eben in der Luft anhalten kann und auf den Weg fragen kann. Ja, ich hab drei gedrückt, du Pimmel! Komm. Alter. Na? Ja. Nimm mich mal gleich, dass ich die ausmache. Na komm. Rotzi, Rotz, Rotz. Ja. Wie ist doch noch asynchroner? Also Respekt an den, der hier ohne Hit durchkommt. Alter, ich hab breit gedrückt! Der Pimmel schießt viel zu spät. Piss dich, Boy. Danke. Nicht Ballerspiele machen, Agro. Na komm, töt. Ja, er kommt und man tut gar nichts. So nach dem Motto, lass ihn mal in die Dorn hüpfen. Läuft schon. Wer ist es nicht? Danke, ich habe wieder Dreieck gedrückt. Du kannst Kuros Bäder doch benutzen. Ich hab die Federin vergessen. Peter, warum hast du drüber? Und ich guck's hin. Das wird ein bisschen länger dauern. Und guck so. Ich hab jetzt echt an die scheiß Feder nicht gedacht. Ich ein Küsschen. Ich habe jetzt echt an den Kackfeder nicht gedacht. Entschuldigung, das war jetzt echt. Ja, ich hab die. Aufbringen. Ich hab die doch erst jetzt seit kurzem und habe jetzt echt nicht an die Scheißfeder gedacht. Man kann was vergessen, Schatz. Ich dachte jetzt wirklich nicht aus, aber das war jetzt zu geil. Ich gucke jetzt dann auf mein Handy. Ja gut, wollen wir jetzt mal nicht mehr so sein und gucken mal mit, ne? Ja. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich war nur gerade ein Gegner. Ich habe natürlich... Ach, das, was die gesagt haben, Nebelporus, wenn du dich hier verläufst, das heißt, es kann sein, dass sie immer wieder die Sachen hier verschwinden und verfliegen und sonst was alles. Das finde ich dann ganz schwer wird, bis du weitergekommen bist, ne? Ja, ist nicht rum. Da ist die Feder neben. Ja. Na, jetzt weiß ich ja wie. Ja. Ich mache mal kurz eine Pause. Oder wird ja. Hier machen? Ich mache mal eben den Gegner den Platz. Okay. Ich gebe es dann schon mal rüber. Ja. Du kannst du so lange noch weitermachen, bis du ja, ich, das hier kurz, dann machen wir mal ein ganz kurzes Päuschen und sind gleich wieder da. Okay, gleich.
Ja, liebe Leute, ich gehe aber noch nicht in Spielschiff rein. Der Herr möchte jetzt aber sein Energy trinken. Limon. Bereit die Kleine sich da. Ich bin nicht so knurrig. Jetzt weiß ich auch, was darin die Leute wach macht. Nicht das Koffein, das saure Zeug. Danach ist man, danach ist man automatisch wach. Enjoy your life. Ja, 244. Ich habe übrigens auch sehr lange gebraucht, bis ich das Ding da getrunken habe, also falls auch. Kannst glaube ich, wohl das. Eltern. Nicht nochmal. Richtig nicht. Also ein. Na. Also hier war das Ding. So, was passiert jetzt? Die Dinger ver. Es ist so, als würde, glaube ich, ein Aufzug betätigt werden. Nehme ich jetzt mal an. Quasi das verletzte Labyrinth. Na, mach dir wieder diesen komischen Dash. Wieder da hängt. Oh, guck mal. Siehst du, wie das alles wabert und so? Mhm. Ich glaube, das ist wegen den Gasen. Dass der so sagt, zum Beispiel, Hat sich ja nicht gelohnt, weil ich nur noch eine Kugel hatte. Naja, das lohnt sich doch irgendwie. Muss ich gucken, dass ich da unbeschadet, dass er gleich mit diesem komischen Dash macht. Ja. Ich weiß nicht wieso oder weshalb er diesen komischen Sprung nach unten macht. Also du siehst, ne, hier hinten, warte, es wabert alles ein bisschen und du hast bis gerade so in Dampfzeug reingelaufen. Ich glaube, das macht einfach nur Hallus. Ne, ich hab sie in die, okay. Aber ich brauche immer so eine Zeit lang, bis ich mich checke, so, ach, ich habe ja einen neuen Gegenstand. Der macht es ja leichter. Genauso wie wenn bei Witcher aufgeht. Oh, du hast ja nur ein Schwert, das ist ja viel besser als deins. Okay. Okay, dann weiter. Nebel in die Irre geleitet. Verlieben sie sich im Walde. Hänsel und Gretel verliebt. Oh, nicht so ein Atomkopf. Dann spring. Dort war es finster. Kann ich das. Moment, kann ich das für den umlenken? Ja, das schon. Hey. So ist er easy. Hey, Mr. Black und Decker. Weh. Der ist ein Rotz. Ist knapp. Akkus Fackel,
plus Fackel. Hier gingen sie also verloren. Wir sind, wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt ihr uns vielleicht den Weg. So wie ich das gesehen habe, brauche ich da 3. Nein. Nicht hier. Ja. Nee. Karte habe ich. Voll. Ich lasse mal wieder zurück. Mehr? Die lässt mich in Ruhe. Der haut ab. Falsche. Ja, ich glaube, den muss er jetzt erst kaputt. Weißt du, wo das zuletzt so gewabert hat? Hm? Outlast 2. Da habe ich immer Erinnerung dran. Da hatte ich so auch diesen Jumpscare auf der. Es sind richtige Wehen. Was? Dann ab mit dir ins Krankenhaus. Aber schleunigst. Würde ich auch sagen. Ruf deine Frau an. Ruf Krankenwagen, mach alle, dass alles läuft. Los, 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 los. Es kann ja genau die Frühgeburt sein. Los, 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 los. Okay, es kann ja sein, dass es immer noch ein Pubebau sein ist, ne? Aber. Los, 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 Lea, du schaffst es! Ich würde einfach mal sagen, Krankenhaus, ja? Ja, definitiv Krankenhaus. Alter! Scheiß wie. Ja, schön. Ja, kommt, dass halt seine Zeit hat, geht nicht alles in. Ja, natürlich. Ja, das ist logisch. Aber ich wäre das jetzt bei uns der Fall. Ich glaube, ich wäre der Erste. Ich hätte schon sehr Panik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, Panik. Ich wäre wahrscheinlich die Ruhe selbst. Kira, hier, Cat wäre die Ruhe selbst und ich wäre der, der in Panik verfällt. Ja. Vergiss nicht, da oben die doofe Kuh da erstmal wegzumachen. Mhm. Weil die geht endlich. Was brauche ich überhaupt? Ich glaube, der ist nicht mitgespawnt. Oh, meine Mutter lag den ganzen. Die 2 Stunden, was hat er denn? Also ganz entspannt, ich gehe erst so noch duschen. Langsam. Also ganz entspannt. Ja. Was ist denn hier? Ich dann ein Foto. Nur für mir ganz allein. Au, oh, danke. Alter, sowas habe ich schon bei Donkey Kong damals gehasst, ne? Okay, es kann natürlich auch einfach ganz entspannt haben. Fast eine halbe Stunde Haare föhnen. Das ist kein Stress. Ich glaube, ich würde auch kaufen.
Da wird es eine Hausgeburt. Du auch noch hier. Ein gelber Pilz. Zauber noch so. Aha. Selbst wenn ich den Ärzten auf den Gebiet um gar nicht schief laufen, ja eben. Ja, also da bin ich mir auch sicher, dass da nicht schief laufen wird. Ja gut, ich glaube nicht wirklich, dass du hier selbst das Kind rausholen kannst, aber obwohl die Kollegin von meiner beste Freundin von meiner Mutter, die hat das Kind beim im Taxi-Auto. Also Steffi. Mhm. Und da hat die, ja, komm, Rotz. Der Taxifahrer gesagt hat, was machen Sie denn da, ne? Weil sie halt irgendwo gefühlt hat. Wo hat sie gesagt, was denn? Ich will nur wissen, wie weit das Kind jetzt schon raus ist. Steffen ist das jeden Tag. Am Weg hast du aber auch nach für, ja, nach Spanien. Gefahren, ja, nach Spanien. Theoretisch gesehen könnte ich das, praktisch gesehen auch, aber ich würde das nicht wollen. Na, doch. Kann ja immer irgendwas schief gehen. Haben wir darüber geredet, hier Darmriss oder was, ne? Wenn dann irgendwie was ist, ist auch hier. Hey, wo kam der denn her? Der war ein Schleimer. Ja, aber ich hab den jetzt nicht gesehen, dass er von da. Okay. Egal, gibt's. Die jetzt nicht Pokémon Go sind. Nee, nee. Ich kenn nur Pokémon Go fürs Handy. Ja, das geht doch wahrscheinlich dann so ein. Was sind die nochmal? Plato oder was? Machst du da? Weißt du, ich mach hier nichts. Ich leg dich nicht ab. Ich drück hier keine Tasten. Lass mich. Alter, du Schallschleim. Okay. Hast du alle Tastaturteile abgemacht? Hast du alles, jede einzelne Buchstaben da sauber gemacht gehabt? So genau nicht. Das siehst du? Hast du gerissen? Hm? Oh ja, raus. Hätte ich können. Ah nee, das ist hier wieder so ein. Okay. Okay. Komm her. Also, dann werde ich mal duschen. Viel Spaß euch noch und wir hören uns die Tage voneinander oder so, nehme ich an. Jo, ja, das. Halt uns mal auf den Lauf. Halt uns mal auf den Laufen und viel Glück. Wenn du wieder fit dann bist. Oder falls falsch Alarm ist. Hier ist überall dieser Rotzschleim. Hier.
Ich glaube, das macht auch einiges praktischer dann. Bitte, ich nur ein Bubble. Nein. Ich melde mich bei euch. Okay, danke. Danke. Ich bin sicher. Du erklomm immer die Berge, worüber die verpasst. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und. Wie fake! Ach, ey, ich wollte hier schätzen. Dann mach ich auf, mein Gott. Die tut so, als ob dies hier Gift wäre. Es ist für mich Gift. Wieder so. Ey, nehme ich schon schön statt. Der Nachgeschmack ist ein bisschen. Ja, das sag ich doch, der Nachgeschmack ist überhaupt nicht toll. Wenn ich dich trinken soll, du hast jetzt Kletter erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du RT drücken und halten. Und wenn du an der Wand bist, so kannst du an ihrer Oberfläche entlang laufen. Okay. Oh. Das macht viel leichter. Okay. Da muss er irgendwie an. Guck mal beim Feuer da. Ey, Feuer war ja dein Save Point. Das ist mein Save Point. Jetzt. Ich glaube, der hat einen Minibug da. Okay. Ich wollte gerade den hier machen. Okay. Also, da sind wir. Ja, blöd, dass ich bin. Da war ich, ja. Hier war ich noch nicht. Der ist böse. So sollte man es nicht tun. Alter, mach den Move. Da springt mein Dorn. Danke. Kann ich den irgendwo gegen so? Hier irgendwo gegen so. Da runter? So. Okay. Wieder etwas schlau geworden. Klar! Uri. Da, komm. Wenn, dann will ich bitte mit voll heal. Und dann komme ich ja jetzt auch an die anderen Secrets bestimmt ran, wo ich klettern muss. Okay. So, beginning suicide. Keine Ahnung, was hat. Okay. Was? War das war? Nein. Wieder zurück. Für mich wie die. Wieso? Hochkommen.
Geht nicht. Jetzt geht's. Sehr gut. Danke. Das ist ein Mobbing-Ding. Ich bin da. Die Dinger mobben mich. Mhm. Ja. Was denn die für Scheißdinger? Ihr könnt doch nicht einfach spawnen und wieder despawnen. Ja. Wichtigste Essenz eines Gamers: Salz. Nein. Ach komm, ey, das ist doch Rotz. Klar, jetzt, wo ich mich umbringen will, dann erscheint ihr. Ihr seid doch. Ja, jetzt verschwinden die. Das ist doch recht, ey. Jetzt soll ich wieder hochlaufen, oder? Oh, die Dinger nicht mehr. Aha. Ja, ich glaube, du musstest auf der anderen Seite rüber. Hier rüber, darüber, darüber, da hoch, da Seite rüber, rüber, machst du, nach der Seite. Das ist ein Spiel. Das ist alles für einen Stein. Hm? Oh, hi, du bist wieder hier. Das ist neu. Das killt mich. Instant. Hm, da sind Bäume drin, die das aufhalten. Wie das? Warte, richtig hier, oder? Oder muss nach vorne zurück? Einstellen da. Bin ich gerade verarscht? Geht der rüber? Richtig zurück? Nein, zurück! Ja, zurück geht ja auch.
Na klar, du kannst wieder auf den Stein da drauf. Hier fehlt er jetzt jedes Mal, oder was? Mal zurück. Alter. Hä? Ich verstehe den Rhythmus nicht. Ja, was habe ich? Hatte ich den Rhythmus hier nicht. Als ob ich durch müsste, weil der Rhythmus ändert sich nicht. Nein. Hier reicht doch. Hat sich nichts geändert. Nur hier. Ja, danke. Ich habe keine Ahnung, Schatz. Ja, auch nicht. Weil jetzt hier hüpfe ich wieder drauf. Solange ich drauf bin, passiert nichts. Sobald ich aber hier wieder runter bin, gehen sie weg. Verstehe es nicht. Verstehe ich irgendwas? Ich war doch noch nicht runter! Ich muss nur von den Dingen abhüpfen, schon kriege ich, wenn ich, ne? Ist nicht. Sollen wir ein bisschen versuchen? Ja, kann man ja mal versuchen. Und ich kann ja mal mein ekelhaftes Ding hier trinken. Schatz? Ja? Ja, ich weiß, wenn du drückst, hüpfst, dann verändern die sich. Aber mir haben sie bis jetzt nicht geholfen. Was mache ich? Hey, bin ich froh. Ja, das habe ich mir auch manchmal gedacht. Wenn du jetzt abhüpfst, öffnen sich die beiden wieder. Und das verschwindet. Oder musst du da auf den Stein... Und dann ein durch. Kann ich mir die nicht vorstellen. Das kann gut sein. Darf ich mal? Ja. Weil
Du musst ja nur von den Dingern abhüpfen, so wie ich das verstanden habe, ne? Mhm. Und die verschwinden. Ja. Also ja, noch einmal dann ab. Also das müsste ja in dem Zustand sein. Ja. Nur der Weg ist so weit. Und ob ich über den rüberkomme, ohne den zu berühren. Weil, wenn ich mir das so angucke. Oder lass dich gleiten. Bring dich ab, lass dich einfach gleiten. Stimmt. Ja, die Idee war mal gut. Die Idee war mal gut? Danke. Sehr gut sogar. Hey, ich glaube, die verschwinden hat. Hast du den Tod? Ja, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich immer gesehen habe, die. Irgendwas? Nein, Tod kann sterben. Verspuck! Spuck! Hier muss ich mich wieder runtergehen. Mhm. Danke, das sind nämlich irgendwie so meine alte Donkey Kong-Zeiten. Versteuerst du einmal? Schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich? Hä? Bin auf das Ding gehüpft. Nein, da war noch ein Midi-Midi-Chen. Also jeder Pixel hier tötet. Ja. Wir kommen bei Jump'n'Run. Das ist mein zweites Jump'n'Run. Ja, mein zweites Jump'n'Run. Mit Alice Madness. Mhm. Alter, ich sehe die Dinger manchmal gar nicht. Ja. Ich brauche mehr Energie, wenn ich da durch bin. Aber mein Glück verrecke ich dann noch auf der Hälfte der Strecke. Kann ich den? Vielleicht ist er blöd und hüpft den Tisch. Er hat mich aus der Luft gerottet. Was hört sie an? Einfach so, mal eben. Ich glaube aber nicht, ob es etwas gab. Ich hoffe. Okay. War das Ding? Vielleicht, ja, vielleicht
Irgendwo. Ja. Okay. Ja, also von hier komme ich da nicht ran. Nee. Au. Rotzirotz. Teil 4. Jetzt nur wieder zurück. Alter, lass mich doch gucken! Kackbi! Ich geh kurz gucken, wie viel Gäse wir noch haben. Nicht so ein Spielverderber. Ich will doch nur gucken. So machen, ich hüpfe da einfach. Danke, so nicht. Nee, da gibt es nicht kein Weiterkommen. Okay, hab mich gehört. Alter, seh dich. Nicht. Okay. Ich hab da F gedrückt. Ich hab' doch gekauft. Ja, klar. Ah, da bist du ja. Okay, vergiss den Aufladeschlag, kann ich nicht machen. Weil ich keine Energie habe. So, wie komme ich hier vorbei? Wie soll ich denn da vorbeikommen?
Bis Sonntag. Ja. Was ist du damit? Ich glaube, ich bin gegen das Zeug hier allergisch. Soll ich dir weiter trinken? Nein, ist gut. Uiuiui. Obwohl, die Katze das läuft. Auch schon langsam. Geht's dir gut, Katze? Ja, ihr geht's gut. Ja, da wundert mich eh, bei der Katze wundert mich eh nicht mehr. Na komm. Wie komme ich an dir vorbei? Ach, man sollte mal einfach dagegen donnern, ne? Okay. Also ich kann die wegschießen, quasi. Alter, nur mit deinen scheiß Dingern, die man nicht sieht. Man kann die wegschießen. Die Dorne dreimal berühren. Vorbei. Von der Seite tut sich gar nichts. Doch, es geht sogar. Das ist eine Rotstelle. Mhm. Ich will keine Dorn mehr. Komm, kill me. Danke. Mutter war eine Schnecke. So, hab ich dir gegeben. Okay. So. Die Zeit jetzt geht doch mit den Nase los. Ah. Die Zeit habe ich rüber. Oh Gott, die Zeit ist ja sehr gering. Da kommen noch mehr. Ich will gar nicht mehr speichern. Ich kann mal sehen, dass ich jetzt speichern möchte. Ich will doch nicht mit dem Platz. Ich will kein Stachelfleisch mehr, ich will kein Stachel mehr. Raus aus diesem Wald. Und gehe ich mit einer Kettensäge spazieren. Okay. Also ich bin halt von mir. Also. Du bist doch echt, ey. Ich bin doch nicht.
echt scheiße, echt nervtötend, echt lärmlich. Wieder nur speichern. Weil ich da oben bin. Der macht jetzt gerade keinen Doppelsprung mehr. Was ist denn das für ein Käse? Ja, die Kugel sollte etwas schon weiter rüber gehen. Denkt er sich auch so, hey, der Dwayne mit dem Besserung und Besserung, das kommt man rein. Weiter. Jetzt habe ich wieder nur eine Kugel. Das ist mir viel. Ja, wir erreichen die 300 Tode heute noch. Bin nur noch 6. Ey, es heißt nicht umsonst Jump Run. Ich mach dich so dein Energy. Denn. Warte, kannst du das vielleicht mit dieser Boom-Attacke? Nein. Ich kann ihn nur rüber steuern. Da will ich abspringen, dann macht er den. Also muss der echt schon auf jeden Pixel aufpassen. Erinnert mich damals an Super Nintendo, wo mich jeder Pixel umbringen wollte. Willkommen in meiner Welt. Wollt einen Pixel umbringen? Ja. Davon weiß ich gar nichts. Ein Pixel. Wie besser in einfach eine Form abspeicherst. Obwohl geht das gar nicht. Auch ein bisschen Schlaumärger. Gut, dass wir darüber geredet haben. Leben kriegen, aber keine. Das bringt dir nicht Platz. Doch, der geht darüber. Er muss ja darüber. So, hab ich grad gekillt, jetzt kill ich dich. Ah, nicht nur auch noch. Scheiß wie. Ja. Danke. Bitte. Autsch. Ah. Weiß noch wohin? Da hinten. Bin ich schon? Bis falsch noch. Wir haben schon 64. 94. Guck doch, du. Dein Doppelfrosch. Ich
vergiss nicht, du kannst auch die Hügelchen von denen benutzen. Nein, habe ich schon versucht. Hier komme ich gar nicht wieder hoch. Ja, wer da weiter? Ich glaube, du kannst hier drüben, genau. Weather! Der ist immer aus, würde schreien, Weather! Was bist du? Okay. Au, pack die Seite. Du bist immer hier oben, kannst du. Hätte ja sein können. Hier. Ja, von hier sind wir. Ja. Tschüss. Hab jetzt zwar ein bisschen Energie verbaut. Aber wir wissen, bis wo es dann geht. Deswegen gibt es da die blaue Kugel. Du musst ja auch irgendwie einen Zweck erfüllen. Muss auch irgendwie einen Zweck haben. Hier nochmal speichern? Ich will den Abschnitt nur hinter mir haben. Okay. Die Mauer ist wieder da. Okay. Lass ihn einfach hin. Oben und dann darüber. Ja. Geht doch. Und krieg ich das. Und Speicherpunkt. Weißt du, ich bin mir echt nicht sicher, wo ich hier lang rennen muss mittlerweile. Also wir waren hier unten. Ne? Also ja. Wir waren da unten. Ah. Oh ja. Gegnerteil. Sehr lang aus. Kann ich die Kugel vielleicht auch wieder zurückschießen? Mach ich denn aber nicht viel Schaden gerade. Einfach nur versuchen auszuweichen. Ich kann auch immer weiter drücken. Ja.
gleich mal tot. Na alle. Da war der erste, den ich aber in der Art hatte, wesentlich schwerer. Hm. Okay. Ja, wir sind sogar richtig gelaufen. Ja. Applaus, Applaus. Oder sogar meine Sehbehinderung. Also kann ich gar nicht machen. Ja. Kein Dash machen. Ja, das ist ja was. Ja, da wo ich ausweichen will. Das ist doppelt dies hier. Ja, ist klar. Wollte aufladen. Vorher. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Klarheit gewonnen. Dragon mit Kaffee. Wenn man ein neues Spiel sieht. Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Jetzt, gleich doch. Ah, endlich. Uri, der Schlüssel zu den Elementsruhen der Homo-Siegel wurde gefunden. Also, ich muss aufheben. Du hast Homo-Siegel gefunden. Mit dem Schlüssel kannst du die Elementsruinen betreten. Okay. Elendsruinen, nicht Elementsruinen. Element des Willens befindet sich tief in den Elendsruinen, südlich von hier. Es ist nicht allzu weit wie... ich könnte dir den Weg zeigen. Bitte schön. Okay. Da haben wir 33%. War noch nie da, aber 33%. Wir müssen mal da gewesen sein. Ja. Durch Zufall wahrscheinlich. Das war nur eine kleine Gerade. Guck mal bitte auf die Karte. Das ist ja geil. Eine kleine Gerade ist das Ding gewesen. Oh Gott. Ich bin schon. Oh Gott. Ich bin schon. Ich bin schon relativ stolz, dass wir auf Anhieb, ohne dass wir die Karte hatten, ne? Es war ja eigentlich nur ein Vorangehen und Zurückgehen. Komm mal, ich bin mit dir pink.
Bitte, du bist auch nicht mit dem Glück und geistigen Verstand gesegnet, ne? Na selber, also hallo, sie warten. So kommen wir bestimmt jetzt auch an unsere Orte. Ja, die haben mich hier am meisten geärgert, weil du den Schleim echt nicht siehst. Ja, wegen hier diese Baumteile, die man hat. Ja. Hier gehen wir auf den Deck. Zu erahnen. Ja, da waren wir unten schon. Ach, jetzt kannst du, glaube ich, da unten lang. Weil, ja, damit kannst du dann auch klettern und alles. Wir sind ja. Wenn man so weit weggesteuert wird, ne? Hm, ja, das ist aber normal. Bist du doch als Pixel, weißt du? Mich tötet ein Pixel. Der, das schlägt da gemütlich jetzt 10 cm vor seinen Füßen ein. Ja, ist klar. Wir will haben dich. Hm? Da sind wir schon jetzt 2 Stunden 16. Meiner Stau. Ich habe mich gewundert, weil das hat das so an einem Stelle so komisch geglückt. So, wenn man jetzt mal drauf achtet, ne? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Dann habe ich die auch einfach nur gelassen. Ach, du bist ja wieder da. Weil hier unten ist auch noch ein Frosch. Den hier. Der den ganzen Käse nochmal holen muss. So, hier schon wieder. Aber hier sehe ich, wo ihr hinspratzt. Spratzt. Ich dachte, der Platz. Der war aber zu fett. Götze.
Blöde Eule. Lass mich jetzt hier auf dem Stapel. Das ist mein Stapel. Das wird immer mein Stapel sein. Was bist du, Eule? Bin ich Frogger? Weh! Jetzt sind wir wieder hier. Hm. Oh. Jetzt können wir doch hin. Ich frage mich, wie wir da hingekommen sind. Ich warte, wenn wir so nach oben. Das ist irgendwie anders. Hm? Also, wahrscheinlich. Hier ist ein Gang? Ja, da drüber wahrscheinlich. Okay. Ja. Warte mal, kann ich da. Der ist tot. Wieder runter, John. Ui. 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 Ein weiches kleines Kuschelnest. Ne, da brauchst du ein dünnes Viech da. Blätter. Hey. Hier kommen die blöden Eulen. Mhm. Ich bin eine Taube, die immer gegen das Fenster fliegt. Ist genauso wie die Katze. Du kannst es mal versuchen, wenn sie immer noch gegen das Fenster. Versuch das auch. Ja, unsere Katze ist ja verrückt nach Arten. Ja, die man jetzt hier von Aaron bauen, ne? Nee, so ja. Propeller. Was sieht das jetzt an? Das kommt aber aus wie so ein weiches, kuscheliges Nest da. Okay. Ja. Kartensteinfragment. Okay. Was? Da unten ist wieder, keine Ahnung. Ist nichts eigentlich. Okay. Ah, okay. Das wird da immer. Ich glaube, die Boss sind mal für unten. Ja. Aber hey, Moment mal, der Stücker bin ich. Der kam bei bloßer Berührung mit mir. Ja. Okay. So. Oh ne. Würde ich gern. Weil da oben, da können wir auch noch zerstören. Ich habe gerade das jetzt
Oh, was ich auch gerne spielen möchte, ist Marvin's Mitten. Was? Sag mir gerade nur. Das ist mir so ein entspanntes Spiel, sag ich mal. Okay. Und das ist einfach voll süß und cute. Man muss ja auch wieder so ein bisschen Jump'n'Run machen, aber da hast du weder Gegner noch sonst immer. Das ist mehr so wie eine Geschichte, sag ich mal. Das hat der Raum, glaube ich, vor Jahren irgendwann mal gespielt und ich fand das so schön. Ich mochte das so gerne zu Weihnachten haben. Ja, ich muss auch kurz mein Kette aber auch ausrollen lassen. Aufhängen. Brauchst du immer ein neues Headset? Ja. Und die Katze kommt direkt an und denkt, ich weiß nicht, was gut. Okay, da ist der Hebel. Kann ich den? Moment, du, komm mal her. Tada. Das wollte ich einfach mal unbedingt aus. Das fühlt sich irgendwas wollen. Ich will immer irgendwas. Das bis, ach, da oben ist wieder so ein komischer. Nicht nett. Nicht hier oben. Nicht da. Nein. Nicht da. Also auf gut Deutsch heißt das Abwechslungsschub. Mhm. Ich hab da einer drin. Ja. Den möchte ich gerne. Ich glaube, du musst da einmal Dinge machen. Okay. Da habe ich schon 3 Punkte. Ja, dann können wir das ausgeben. Energieeffizienz. Angesammelte Energie wird um 50% erhöht. Ja, nee, nee. Anderthalb Jahr. Fähigkeitenzellen werden dir auf der Karte angezeigt. Okay. Entschuldigung. Dass du deine Augen gespeichert hast. Ach, hier, cool ist. Ja, ich habe den Stachel jetzt echt nicht von der Textur unterscheiden können. Sieht aber aus so krass. Gefroren, ne? Ja gut, gefrorenes Gras kann auch ziemlich stachelig sein, ja. Hier runter. Ja, vergesse ich jedes Mal. Nein, wir sind schon eine Etage höher gekommen. Einst üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Okay. Aus. Hab ich gepumpt, kannst du? Komm ich da nicht runter zu springen? Die, die nicht entkamen, bezahlten es mit ihrem Leben. Oh.
Der Tote. So, hier können wir das Ding genau auf Siegel einsetzen. Ja, jetzt können wir hier wieder rein, ne? Ja, Kuschen, Katja. Müssen wir mal kuscheln. Ja, Katja. Okay. Die Elendsruinen. Elends. Hier leben die Gomon. Sie bauen wundersame Strukturen und höhlen sie mit ihren Lichtern des Geisterbaums, was ihnen Sicherheit bietet. Oh, guck mal, die sind alle froh. Ja. Oh nein. Und wurden eingefroren und konnten nicht entkommen. Das Element des Windes sein Licht verlor und auch diese Ruinen zu ehren. Dann, au. Ja. Oh. Da kannst du irgendwann wahrscheinlich nach oben und dann da. Schnief, schnief. Die Gummon waren erfinderische Handwerker, von ihnen gern eigentlich eine leuchtende Zukunft, der es aber nie kam. Sieh diese Lichtgefäß an, sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin auch zu bewahren. Ich bin nicht angefasst, ich störe. Ich auch nicht. Kann es sein, dass das Ding irgendwie kühlt und die Sachen dann kommt es auf keinen Fall. Tatsächlich, das kühlt das. Da komme ich nicht. Also heißt das so. Mich auch nicht. Vielleicht können wir rausgehen? Man kann nicht raus. Okay, dann muss ich andersrum. Nach oben hüpfen? Nein. Das jetzt hier nicht nach oben hüpfen. Nein, geht nicht. Hey. Wenn ich gefragt habe. Wenn ich einmal sage, es geht, geht's nicht. Ja, Entschuldigung. Meistens sagst du, es geht nicht und dann plötzlich zeige ich dir, dass es geht. Also. Ich bin jetzt, hab jetzt nach oben gedrückt und mal versucht zu hüpfen, aber geht nicht. Was eigentlich hier gehen müsste. Hast du nach oben oder seitlich nach zur Seite gedrückt? Oben. Ja, also mal zur Seite zu drücken. Nein. Siehst du? Du springst dir doch. Ja, ich kann sie nicht legen. Man muss nach links drücken. Ja, das meinte ich doch. Okay. Nein, das geht ja nicht. Ja, man. Ich hätte auch. Schatz. Jetzt bist du eingeschnappt, ne? Jetzt setz ich mal ein bisschen Pause. Ich sollte mal, wenn ich jetzt. Hier hätte ich jetzt gedacht, ich drücke nach oben. Die Steuerung gesagt, ich habe. Nein, du musst umdenken, ja. Dass der jetzt halt eben nicht nach oben laufen soll. Seiten. Links.
Von dort aus drückst du jetzt einmal nach links und dann einmal hoch. Eieiei, das wird. Das ist invertierte Steuerung. Das ist von sowas liebe ich ja, ne? Ja. Nein, genau. Der andere Strom geht nach unten. Das wird ein invertierte Steuerung. Ein Dream. Ich meine, die Katze, die es nicht unterbrechen kann. Nicht da, nee. Müsste da runter. Aber er will nicht runter. Keine andere Richtung. Ja, wo soll ich denn da hin? Ja. Wo soll ich denn da hin? Mal, wo ich so eine invertierte Steuerung hatte, war bei Star Wars. Perfekt schon. Na. Hi. So, wie komme ich denn hier runter? Kann ich die ab? Ja. Punkt. Gehen wir ganz kurz auf Cat. Mach ich auch mal ganz kurz das Pausen. Bin gleich.
So, weiter kann's gehen und der tappt schon wieder aus dem Spiel raus. Ich gehe kaputt. Okay, tappst du? Tappst du Spiel? So. Wir haben schon mal einen Save Point. Nein. Statistik. 54%. 8 Stunden sind wir schon dran. 8 von 33, 6 von 12. Ja, halb durch, würde ich sagen. So. Nein! Oh. Ich bin wie auf Erde. Nein, 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 nein. Und man merkt, meine Konzentration ist heute auch nicht mehr da. Ja. Da einmal falsch hüpfst, bist du direkt verloren. Okay, ich muss den Rhythmus von dem anderen doch immer hält. Ja. Denkt ihr das, hä? Und mit der Decke laufen, das ist so irritierend. Wie schön, dass ich wenigstens an der Decke den Speicherpunkt setzen kann. Ja. Toll. Ging ganz gut. Lass mal die Spinne weghaben. Miep. Na komm. Da. Und Spaß. Nein, daneben. Überlegen, wie komme ich da hin? Ja. Jetzt kein Gedanke war richtig. Hier?
Er folgt euch hinterher. Also ich, ja, nee, weil ich wollte ja den Karten-Ding hier ran. Da passiert nichts, aber den kommt immer wieder her. Nein, um die Tür zu öffnen. Das Ding schwebt da oben. Ja, nee, ich meine, das ist ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Ja. Okay, weil du davon abgelegt hast, deswegen dachte ich. Ja. Warte, müssen wir da. Liegt das nur ruhig? Was, wenn du eine Weile jetzt wieder ausstreckst, die Katze ist direkt unter dir. Moment. Ah. Ich nur doch. Oder muss ich das anders machen? Na klar. Nein, ich bringe. Na oh Gott. Wieso? Umdenken, Dragon mit der Steuerung, umdenken. Weil irgendwie muss ich da oben hinkommen. Jetzt die Frage nur, wie. Ja, ist klar. Das ist ein Besen. Aber dann haben wir keinen mehr. Auch immer gehört, das ist halt schlecht für die Zähne. Also müsstest du schon drei essen. Ja. Nee, maximal vier. Die Jacke, in die du gepasst hast von mir. Danke. Alter, was will denn? Ich kann den Abstand so schlecht einschätzen. Wie viel haben wir jetzt? 321, wir steigern uns. Ratz. Tau. Ratz. Und blöd. Also, ich kann ich doch gar nicht daran.
Ah, endlich. Ja. Meine Konzentration ist auch schon blöden. Na komm, Platz. Rot. Noch mehr Anlauf kann ich nicht nehmen. Jetzt unlang. Not the point. Ja. Oh. Nein. Was machst du da? Ich schaue den Laub beim Fallen zu. Soll ich übernehmen? Platz. So. Ich unten lang, Schnauze vollkommen oben. Speicher. Da muss ich die Scheißkugel nicht nochmal holen. Und nur wieder hier der andere, mein anderer Lieblingsabschnitt. Und ich habe das Gefühl, das wird hier noch viel schlimmer. Kommt. Warte nur mein Taxi. Also ich bin hier, glaube ich, schon mehr gestorben als in Dark Souls. Ja. Ja. Aber deutlich so weniger als in Sekiro.
war mir egal. Umdenken. Jetzt hätte ich ihn gerade rangezogen. Nee, muss man. Nee! Oh. Was? Ich bin mal von hier ab, so wie du das gerade gemacht hast, ne? Dann hier drauf, geh mal herum. Nicht runterspringen. So, ihr versucht von hier da zu springen. Okay. Wisst ihr, was du meinst? Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Gut. Und ich bin ja mit Wandegastheniker. Ich kann ihn nicht besser töten lassen, als den ganzen Weg nochmal so gehen. Ja. Ja. Ja, ist ja klar, der Wind geht ja auch von da. Jetzt von der anderen Seite, andere Seite schaffen. Genau, jetzt wieder runterspringen. So, und jetzt von hier. Nein, 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 andersrum. Stopp, 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 stopp. Stopp weiter. Nein, nein. Da. Unten rum. Unten musst du stehen. Nein. So. Muss ja echt. Nein! 10 Kilometer gegen Äquator geflogen und direkt dran vorbei. Ja. Soll ich weitermachen, bevor ihr gleich noch einen Herzkasper bekommst? Nein, alles gut. Wundert mich gerade noch, warum. Warum ich denn? Und nochmal. Okay. Jetzt steckt der Wut. Ja, ich hätte eine Sau. Ich habe mir mal bei von Ori in the Will of the Wisp, ne? Habe ich mir mal Runs angesehen. Also jetzt hier, Alter. Von den Bossen, ne? No Damage. Respekt an die Leute, ey. Ich hätte das schon noch nicht mal geschissen.
klar. Liegt genau drüber. Lenken. Jetzt darf Kat mal. Ja. Ich den gut rauskriege. Sauer macht lustig. Da, kannst du darüber hüpfen? Warte, warte. Bevor du jetzt irgendwas machst, ne? Mhm. Speichern. Und jetzt kannst du auch von mir so aufgehen. So funny. Ich bin so, okay. Und ich so, was soll ich das machen? Soll ich das machen, mein Herzblatt? Ja, den Stein haben wir jetzt. Und mit dieser umgekehrten Steuerung. Ich glaube, da kommt man gar nicht ran. Habe ich mir gedacht. Kannst du Ori in gewisser Weise steuern? Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, mach mal und drück mal Viereck. Du den Kopf dabei mitbewegst. Mhm. Irgendwie muss es ja da hochgehen. Weiß nicht, ich glaube, du warst damit Ruhe für. Ich hab Wein gemacht. So, ich muss ihn noch. Ich brauche meinen Kettlobenschild wieder. Was ist da? Ich wollte eigentlich wissen, wie ich jetzt darüber komme. Ich glaube andersrum. Nimm das die Kugel und lauf da wieder so rum. Ja, aber ich wollte so einen Kasten. Du hast doch zwei. Da drüben ist das Ding zum Einsetzen. Wo? Auf der anderen Seite. Okay. Da. War das dann? Ah. Wenn ich das machen soll, Schatz, würde wir ein Blut rausspucken, ich mich weiter zu. Nein, 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 ich muss von der Seite und dann da runter. Meine Maus doch nochmal benutzen. Jetzt würde ich mich hier hinstellen, wenn es geht, so weit wie es geht und dann darüber versuchen. Oh boy. Ah, jetzt sehen wir auch mal was. Was? Hm? Ich weiß nur, dass wir es nicht gesehen haben, ne? Was denn? Dass es da nicht zu dem Punkt geht, wo wir hin müssen. Ich weiß, ich wollte mich hier nur umgucken. Hier brauchen wir die Steine.
warte. Der fährt mit. Von hier, ja, der seid ihr dann da runter. Keine andere. Dann, nein, von hier oder weiter runter. Von hier. Hier? Mhm. Und dann da weiter. Ich kann mich aber hier nochmal ein. Ja. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Wollte ich nicht. Essen? Verspielen. Okay. Ich kann mir auch nicht vorstellen, nur über die Dinger hier so geht. Über die Schnellreise-Dinger zu speichern, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht wirklich. Ich mach mal mit dem Maus wieder. Nicht springen. Ich kann nur sagen. Oh, der ist jetzt blöd. Doch, da war was. Er hat aber was. Aber ich meine, du kannst jetzt nicht hier entlang laufen, das meine ich. Du wirst automatisch da runterfallen. Da sind Stacheln, ja. Da war klar. Ja. Ja, du kannst das so hochklettern. Das wäre so, wie gesagt, hinterherkommen. Ich werde jetzt einfach rüberspringen. Der weg ist. Ich hab gar nichts gesehen. Ja, weil er immer so ein Steak war. Wenn die wieder mir helfen sollen, dann ist das gut. Dann sagst du, dann hast du wieder einen Blutrausch. Wo gefällt mir das besser? Doch, drei Striche. Ich nehme so viel ab. Hab ich ihn? Ja, voll. Ich nehmen? Okay. Warum ist das normal, oder? Was? Wir leuchten über dir. Hier, in der Formation, da leuchtet sie. Das sehe ich nur da, nirgendwo anders. Ey, ich bin da ran, zieht jetzt. Ah ne, doch, hier unten leuchtet sie auch. Okay, verwerf die. Ich muss schon sagen, ich bin da jetzt ganz hinten schon. Verwerf das. Hätte ich jetzt...
Vielleicht hätte ich wieder an so eine Illusion Wall gedacht. Warte, da ist ein Jogger. Mir hier nichts. Muss oben drauf stehen, ne? Ja. Also hier stehen. Ja, ich weiß. Gut. Du musst nochmal zurück. Ich wollte den nur platt machen. Mhm. Danke. Ja. Keine Sorge, den hier ist. Keine Ahnung. Aber gekonnt. Danke. Hab ich jetzt, ob ich. Oha, das da. Danke. Da. Ah, nee, ich würde jetzt auch nicht darunter springen, damit ich ganz. Okay. Dann müsste ja da irgendwo der zweite. Der. Nee, der vierte Schlüssel kann mittlerweile sein. Okay. Ja, ist ja. Na, Bügelchen? Ja, zwei. Kommt es mit der Plüsch. Muss mal hier Kreis. So, egal jetzt. Ja. Also dieser Booster, enjoy your life, einmal trinken, ja, dann haben die wieder. Nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Dann wegen dem Gegner. Du weißt, wie man einen Ring darf kaputt machen. Ich mach nur die beiden Papele. Obwohl, wir sind dafür hier richtig. Ja. Zufall. Wenn diese Fisch was kann, kann es starten. So spontan, spontan richtig gesprungen. Und diese Arme. Ganz spontan. Spontan richtig. Ist gut. Roman? Ja, ich hoffe, er kriegt ja nicht auch noch. Geh da wieder nicht rein. Wo frisst du? Circle of Life? Der Schrein muss alle. Ich
Ihr seht es zwar gerade nicht, ne? Aber die ganze setzt sich genau von Dragon in die Putzi an der Arbeit. Dieser Schein muss alles getrieben haben, was die gebaut haben. Sieh dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Wenn Familie ist. Oh, ich kann mich wieder frei bewegen. Frag mich, ob Bruno von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben. Dass wir noch leben, während sie von uns gegangen ist. War ich nicht schnell genug? Mir ja, heißt sind nicht mehr. Anscheinend hat dieser Mechanismus das hier. Erstmal. Wir sind am Leben, wir sind tot. Dann haben wir hier einen Safe Point Set. Wenn das Ding unten ist, muss ich springen quasi. Aber wir müssen zurückgehen und da und so. Elemente finden, es liegt vor uns. Es wird im Herzen des Ortes aufbewahrt. Guckst du? Ruinen sind alles, was von Grund übrig ist. Nun, uns an ihren Schicksal. Bruno hat jene verloren, die er liebte. Daher verletzt seine Art. Oh, wir müssen das nicht zurückbringen. Für den Nibble und die Erinnerung an Goku müssen wir das Element jetzt wieder, wenn es wiederherstellen. Weiß ich nicht. Bewegt von ihren Worten beschloss zu handeln. Nein. Halte in der Luft L2. Oha. Oh! Osmond liebe ich! Oh Gott! Das nochmal. Das nimmt mich irgendwie wieder in das Wasser. Kannst du bei denen vielleicht die Geweiße teleportieren? Nein. Aber ich wollte ich eben versuchen. Oder gucken, wo lang. Die Tür. Ja, da komme ich nicht durch. Ja, du musst wahrscheinlich das Ding da durchbrechen lassen. Genau, jetzt ist offen, jetzt ist offen. Oha! Alles klar. Wie es geht. Weil hier verliere ich schon so viel Leben.
Katze darf wieder. Ich glaube, Cat mal. Ich hatte den Spaß schon mit dem Wasser. Bei den Wasser kurz loslassen und warten. Ich muss auch erstmal reingucken hier. Ich sagte nur kurz loslassen und warten, dass das Wasser aufhört. Ich weiß gar nicht, wie ich immer rennt. Ich glaube, da musst du X halten und rennen. Man hat schon alles mitgenommen. Ja. Wir können sterben. Hier am Boden, nicht die Feder und X rein. Und hier wieder Feder. Hä? Ja, ich weiß nicht, wo lang da. Ich auch nicht. Verstehst du auch nicht? Du weißt auch nicht, warum er diesen Runterspringen macht, ne? Einfach nur auswendig lernen. Bin ich. Ich kann. Da ist so für sie. War zu viel zu weiß. Ja, wenn blut, wenn der Charakter dann auch noch weiß ist. Oh, danke. Leg doch weiter! Gleich wieder da. Ich hab's nicht wieder weg. Konzentration mit der Büsch. Boi, schieß doch dahin, wo ich bin. Hier bin ich. Ich hüpfe mal kurz auf Kevins Dragons Stuhl rüber, damit sehe ich mal was. So, komm bitte. Gut. Weil jetzt sitze ich genau vor dem Bildschirm. Ich muss nicht so schief rüber gucken. Jetzt rennen. So nicht. Dann wieder. Allzu selbst.
In der Hoffnung, dass es funktioniert. Warte. Wir waren relativ unklug. Danke. Also es scheint mal richtig zu sein, gut. Es war richtig, ich hätte mich beeilen müssen. Oh, Lucky. Gut. In? Wieso ist da jetzt plötzlich ein Silberviech? Wird gesehen? Okay, dann einmal nach oben. Hin, ich gehe hin, dann mit dem Ding runter. Okay, das. Aber ich geh's hin. Wie geht's aber dauernd ein Leib? Das macht mir nichts. Komm her, komm her. Ich renn. Oben. Dann hier oben die Blöcke holen. Hier hin, dann direkt da drauf. Gut. Ein. Ein Süßer. Akkum! Weit ungefähr. Ja. Okay, ist mal weiß. Setz dich ruhig auf meinen Stuhl, Schatz. Wir sollen einfach drin. Hey. Okay, Uri, Uri! Geh nach oben! Ich hätte da vorhin oben ein Geberviech gehabt, ne? Was? Ja, dass er überhaupt nicht hingehört, und zwar ein Russland ist. Was ist das Wort? Ich habe keine Ahnung, was das da sollte. Wie krass das plötzlich? Deine Ecke. Ich wollte eigentlich gar nicht da sein. Ja, deswegen ja. Kurz ist in der Regel immer nur Try and Arrow. Ich war vorhin so gut. Wieder da. Ich gehe wieder. Das ist in Ordnung, glaube ich, hier. Und der lustige Part.
Oh, ich wollte jetzt nicht auch noch zu leben, oder? Halt. Fußnest. Aber ich kann wieder zurückgeben an dich. Ich werde mir Mühe geben. Ich habe hier noch drei Heilzellen. Kuro war die Eule. Kuro war die Eule. Oh, ey, Schatzi. War das jetzt, war ich das nicht jetzt super? Das war super, ja. Ja, das ist eigentlich eine und ihre Wut verstehen. Ori hatte erfahren, dass sie durch ihr Licht genommen. Die ganze Zeit beschützt sie lediglich ihr letztes Kind. Wir wollen uns wärmen und kuscheln. Nummer 2. Oh oh. Ist das jetzt so ein Hide-and-Seek-Ding? Wahrscheinlich. Halt mal kurz in Pause. Nein. Ich glaube, ich letzte Level schön gebracht habe. Ja, jetzt muss ich gucken. Jump-Run ist endlich für dich. Nee. Okay, da sieht sie uns direkt. Wow. Das erinnert mich irgendwie an den Drachen aus Demon's Souls. Der Drachengott. Sobald er einen gesehen hat,
ging das auch los. Okay. Okay. Collective Suicide. Boah, wie schnell ist denn das Vieh? Weg. Man kann auch nicht genau deuten, wo es ist. Nein, hier muss man. Wenn der nach ganz rechts. Okay, klingt auch schon Alarm. Aber wie soll ich denn so schnell darüber kommen? Ist ja ein Ding nur Möglichkeit. Ah, Moment, kann ich da in der Ecke nicht ins Wasser hüpfen? Ey, doch. Ich wollte ein Ei doch nix. Ich wollte ins Wasser. Ja. Dragon sollte man. Dragon, du solltest auch springen. Vielleicht verliert sie ja nach einer gewissen Zeit das Interesse. Ich habe gehört, Eulen können ihren Kopf um 360 Grad drehen. Mach mal. Ich komme gar nicht erst nach da hinten. Vielleicht? Also, mal für Cat. Die Eule reagiert schneller und egal in welchem Sichtfeld, egal wohin die guckt, ne, fliegt immer aus. So, jetzt zeige ich dir das mal ganz kurz. Komm, noch nicht mal zum Wasser. So weit kommst du gar nicht. Da oben hoch vielleicht? Nein, da kommst du auch nicht hin. Jo. Ich hab's gemerkt. Kann ich hier das vielleicht? Nein, 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 nein. Alter. Ja, mach den auf. Oh, so was lieb ich ja. Ich hätte mir gewünscht, wenigstens, dass du so ein Indiz hast, wenn die irgendwo hinguckt, ne? Hm? Dass du irgendwie so vorgehen kannst. Aber irgendwie erspäht die dich ja, egal wohin die guckt. Ich will mal versuchen. Wie geht der Sprint? Ich hab X gedrückt halten. Also ich hab immer X gedrückt. Ich meine eigentlich hier hoch. Der Dreieck. Okay, danke. Bei den Dingern. Aber du hast ja kaum Zeit. Die hebt ja jetzt ab und dann ist schon fertig. Ja, ja, lass mich mal ausprobieren. Ja.
nicht da aus der Luft raus. Ich denke mal, du musst da dich ins Versteck irgendwie. Also von Deckung zu Deckung. Ja, ich muss da erstmal klarkommen. Du hast die Ohren gefangen. Immer ins Wasser. Ich muss eigentlich zwecken. Dann ist doch. Kenn's nicht. Da steht Sprint, ne? Wir haben ja Sprint schon längst voll freigeschaltet, aber geht nicht. Immer? Immer? RT. Nö. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied zum normalen Laufen. Ja, nicht an, dass man dass da steht Sprint. Wir haben Sprint freigeschaltet. Ja, aber das ist ja auch Xbox Controller. Das ist ja ein PS4 Controller. Mhm. Muss man ja ein bisschen umdenken. Deswegen gucke ich gerade, welcher sein könnte. X ist es auch nicht. Ja, kurz das benutzen. Warum wir hätten es. Bitte passen. Sieht genauso aus. Ja. Genauso aus wie ich dir das. Ich geh mal kurz ein Video mir angucken. Weil das sieht jetzt nicht. Ich auch nicht. Und ich sehe jetzt hier auch keine großen Optionen, die ich habe. Ja, dann geh ich mal kurz googeln, Moment. Was denn? Was hast du gemacht? Ich habe mich einfach irgendwie schnell mit der Lampe hier reingeportet. Ja, das habe ich auch nicht schon erst versucht. Nein. Out. Scheiße. Okay. Das wird sehr viel funktioniert. Den hier gemacht? Da habe ich ja jetzt auch öfters geguckt. Aber ja gut. Nein, du brauchst das Ding. Ich. Dann muss ich immer nach oben teleportieren. Auf die andere Seite, oder? Kannst du hier eine Bindung machen? Nein. Toll. Gold El Rino.
den jetzt mal rauslocken, oder wie? Ja. Weiß nicht. Ich sehe. Ja, ich auch. Hier sehen wir sie direkt sofort immer wieder. Komm gar nicht so weit. Nee. Da ist, glaube ich, noch ein Heilding unter dir, oder? Ein Error. Weil er kommt nicht so weit. Aber das sieht mir so nach dem nächsten Deckungsding aus, weißt du? Nein! Okay, so weit haben wir es schon mal. Er kann nicht darüber. Kanale Weg. Weil hier ist mit viel zu. Ja. Ja, da holt mich Kuro gleich von dann. Ich bin jetzt gerade ins Wasser gekommen, kann mir das mal einer erklären? Alter, wieso machst du jetzt wieder Dreieck nicht? Komm. Obwohl mich holt, kriege ich ihn im Freitod. Da unten wäre auch ein Stamm, wo ich mich auch verstecken könnte. Moment, Mordwissen. Komm mal her, Boy. Yes! Papa! Hm? So kriegt man den nämlich darüber. Rübensteuer? Ja. Okay. Ja, du kannst hier runter und dann runter. Ja, cool. Oh, Gott sei Dank. Speicher.
Und in diesem weißen Vehikel rein und klauen gerade, wo sie hinkommt, nachdem es 20.000 Mal probiert hat. Ist es jetzt klar, warum sie uns Yakuro umsieht, wenn er nur ihr Kind beschützen? Oh mein Gott, weiß ich doch nicht. Aber vergiss auch nicht, Uri, das Element der Wärme muss doch als letztes entzündet werden, ja. Der Sonnenstein, den wir suchen, befindet sich hoch oben am Trauerpass. Wir müssen den Wind reiten, den wir auf den Weg weisen. Den Trauerpass, ja. Pass auf. Jetzt sind wir vom Wasser weggerannt, ne? Jetzt kommt Feuer. Jetzt sind wir vom Wind weggerannt. Das nächste, was kommt, wir rennen vor Lava weg. Garantiert. Ja, irgendwie sowas. Ich hab schon irgendwie was Speedrun-mäßiges in Feuermäßig gesehen, aber. Mehr hab ich auch nicht gesehen. Ob du so richtig Speedrun kannst, das dauert Ewigkeiten. Da war einer, der hat das in 15 Minuten geschafft. Der hatte anfangs nur auf die blauen geskillt. Nee, das ist ja reiner Blind Run. Ist ja der First Run. Ja. Da will ich ein Spiel genießen. Weiter. Jetzt kann ich auch mir erklären, wie ich diese. Komm mal mit. Nein. Soll das mitkommen? Das ist jetzt für mich ein Rätsel. Jetzt da das Wasser da ist, ne? Ah, ich konnte nicht so schnell drücken. Tschüss. Tschaui. Sayonara, Arrivederci, du Lutter. Bügelchen. Leder-Alligator. So, ich hab's gemacht. Okay. Voll auf den Arsch. Der glüht ja jetzt schon. Hier war ja auch noch eine Tür, ne? Hm? War das? Hier. Ja, ja, da müssen wir wahrscheinlich auch drücken. Da will ich den hier. Voll gelohnt. Ich hätte mir jetzt ein schöneres Geheimnis noch erwartet, aber okay. Mhm. Ein bisschen wissen wir aber, dass wir da überall schon waren. Ja. There we go. Hier, da unten herumkullert. Hui. Da drüben ist noch was Blaues. In mir. Hey, Schatzi. Das geht doch nicht. Wow. Ja. Den Hebel hat man schon. Der hat da hinten auf deiner Seite. Ob ich werde das erste, was ich mache, ist da zum Punkt gehen. Ich kann ja auf der anderen Seite weiter. Ich will mal jetzt wissen, ob ich jetzt da drüben rankomme. Ja, glaube ich aber. Kann sein. Ja.
die sind Julian. Ja, wo ist das ein Nathan's Kind, ne? Spielt wahrscheinlich nicht. Nathan? Okay. Das ist dollmäßig. Ja, für die anderen Sachen. Mhm. Denke ich mal auch, dass wir noch ein bisschen was backtracken müssen. Jetzt mit der Feder haben wir auch ganz andere Möglichkeiten mit den Klettern. Ah, okay, ich habe einen Gegner gebraucht. Scheiße. Merke ich mir fürs nächste Mal. War das da gerade durch? Nein, ich will den hier machen. Wo war das? Nein, da. Ah, hier. Hier haben wir den Baum 96, da kommen wir nicht mehr weiter. Hm? Vielleicht kommen wir da jetzt weiter, weil du jetzt die Luft hast. Weil ich jetzt so klettern kann und Co. Ja, das ist auch. Weil hier sind ja noch drei Sachen. Ja, deswegen frage ich mich. Ja, du kannst aber, hier aber auch nur hoch teleportieren, ne? Aber? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein... Ich hüpfe dann schon mal rüber in die Entzündung. Ja. So. Nein, Speicher. So, Speicher noch. Also nichts Weltbewegendes. Ja, beim nächsten Mal haben wir wahrscheinlich das Spiel durch. Uns fehlen ja nur noch zwei Elemente. Ja. Laut Story sind wir zu 61% durch. Wir hängen schon fast 10 Stunden in dem Game. Mhm. Aber storymäßig müssen wir nächstes Mal durch sein und das heißt, ich werde wahrscheinlich noch mal zwischendurch mal in der Zwischenzeit mal vielleicht ein bisschen backtracken. Und wir haben mittlerweile 423 Tote. Was schon sehr beachtlich sind. Und die, ja, drei Fähigkeiten fehlen uns noch. Ja, so lange nochmal. Ja. Ja, der hat ganz viele Tote, daher hat 33 davon. Er hat drei Elemente-Teile. Und ja. Ja, das habe ich gerade also erwähnt. Ja, ja. Aber wir waren in der Katze, da sieht man das richtig, ja, ne? Und dann kann ich jetzt rüberhüpfen. Ja. Gut. Und beim nächsten Mal, ich werde zwischendurch noch ein bisschen backtracken. Und dann werden wir nächsten Stream noch mal ein bisschen backtracken. Und dann haben wir es eventuell beim nächsten Mal auch durch. Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Restfeiertag. Kommt gut in die neue Woche. Und wir hören uns dann auch in der kommenden Woche. Jo, und Leo bitte, wie gesagt. Zum Beispiel. Dich. Genau. Ansonsten schönen Abend euch noch und